waren die Einweihungsfeiern. Wer erlaubte es oder lehnte es gegebenenfalls ab? Wer war dabei? Politische Verbände, militärische Verbände, kirchliche Verbände? Gab es im weiteren Verlauf der Zwischenkriegszeit Veränderungen oder gravierende Dinge, die dort passierten? Mein Untersuchungszeitraum richtet sich nur bis zu etwa 38, 39. Was im Kriege damit passierte, ist sicherlich eine weitere Untersuchung wert. Es sei nur angedeutet, dass in Rumänien die meisten Denkmäler erhalten blieben. Was durchaus nicht selbstverständlich ist, wenn man sich den weiteren Verlauf der Geschichte im Baltikum oder in der Tschechoslowakei ansieht, wo also die Denkmäler der Sudetendeutschen dem Erdboden nach 1945 gleichgemacht wurden. Dieses Raster legte ich also auf verschiedene Regionen an und darf Ihnen die Ergebnisse, zumindest für das Panat, heute zur Verfügung stellen. Und freue mich in diesem Zusammenhang, dass in dem Kalender von 2014, der da draußen ausliegt, ein Großteil dieser Denkmäler auch abgelichtet ist. Wenn ich das vor 10 Jahren gehabt hätte, diesen Kalender, hätte ich mir so manche Feldforschung und Bildsuche und so weiter ersparen können. Ich war im Jahr 2005 im Winter dort, bin also mit einem Auto bei minus 20 Grad über die Dörfer gefahren, habe zum Teil den Schnee von den Denkmälern wegfegen müssen. Aber die Bilder, die Sie in dem Jahreskalender 2014 haben, sind, denke ich, durchaus treffend. Aber ich erlaube mir, Ihnen einige Beispiele anhand von Richtungen zu zeigen. Ich beginne mit dem Denkmal in Temsland selber. Das ist seitenverkehrt, pardon, auf dem Friedhof. Und zwar 1916, glaube ich, also noch in Kriegszeiten, errichtet von Angehörigen deutscher Opfer, die bei einem Luftschiffunglück gestorben sind. Man sieht einen Adler relativ bescheiden, ohne gespreizte Flügel oder militärische Symbole. Ein schlichtes Denkmal, auf dem die Namen verewigt sind und eine im Grunde harmonisch friedliche Form dargestellt ist. Dieses Denkmal ist also in Erinnerung an reichsdeutsche Truppen, sollte nach dem Ersten Weltkrieg für die Deutschsprachigen in Temeswar interessant und wichtig werden. Bereits 1920 fand eine Gesamt-Temeswarer Gedenkfeier an die Kriegsopfer statt, von den rumänischen Behörden organisiert, von der orthodoxen Kirche, angeregt an einem orthodoxen Gedenktag. Es waren alle Sprachgruppen und Gemeinschaften eingeladen, vor dem Dom eine gemeinsame Gedenkfeier mit kirchlichen und politischen Repräsentanten. Nach dieser Feier, und das ist das Interessante, gingen die jeweiligen Gruppen auf ihre Friedhofsteile und die Deutschsprachigen gingen zu diesem Denkmal, um dort der Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu erinnern. Ein Austausch der Objekte. Die Banater Deutschen erinnern an ihre Gefallenen an einem Denkmal, das für reichsdeutsche Gefallene errichtet wurde. Das muss man sich vor Augen halten. War aber vielleicht zu diesem Zeitpunkt 1920 normal. Wichtig ist bei dieser Gedenkfeier von 1920, dass bei der Gesamtveranstaltung keine aggressiv-nationalistischen Töne vorkamen. Die offizielle rumänische Seite sprach davon, dass alle Helden waren. Man gedachte aller Opfer. Und das ist schon so früh ein roter Faden, der sich für das Banat, aber interessanterweise auch für Siebenbürgen durchziehen wird. Dass die rumänische Seite natürlich zeigte, wir sind die Herren, wir sind die Sieger, aber die anderen Gruppen nicht vor den Kopf stieß, sondern in sich in der Formel, alle waren Helden, im Grunde die Hände ausstreckte. Eine Sache, die mir in keinem anderen von mir untersuchten Ländern, zumindest schon zu diesem Zeitpunkt, aufgefallen ist. Ich habe als unteres Beispiel hier Gerd Janosch
als Bild. Ein sehr schönes Beispiel. Man sieht ein Denkmal auf einem Hügel. Da sind die Namen drauf verzeichnet. Und ein heimkehrender Soldat trauert. Dieser Hügel hat dann Grabsteine, die allerdings keine Gräber enthalten, sondern wie Kenotaphe im alten Griechenland leer sind. Und das sind die im Grunde Ersatzgräber für die Angehörigen zu Hause, die nun um ihre Toten trauern und nun auf diesen Heldenhügel, wie er genannt wurde, hingehen können, wenn an den kirchlichen Feiertagen der Toten gedacht wurde. Es ist durchgehend in den Landgemeinden Sache der Kirche, der katholischen Kirche gewesen, diese Denkmäler einzurichten, anzuregen, zu finanzieren. Die rumänischen Seiten erlaubten es. Ich habe also in den Akten keinen Fall gefunden, wo es irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Und sie stehen auch meistens in unmittelbarer Nähe der Kirchen oder eben auf den regulären Friedhöfen. Ich glaube, zwei, drei Fälle sind ähnlich wie dieser. Graberts und Lenauhahn. Wir haben ja schon davon gehört in den Vorträgen vorhin, stellen die typischste Ikonografie dar. Typisch für das Banat, eine stark christlich, aber vor allen Dingen katholische Symbolik, wie man sie meinetwegen auch in süddeutschen oder österreichischen Räumen findet. Christus hält einen Toten im Arm oder eine Pieta-Person. Es überwiegt also religiös grundierter Trost. Die Denkmäler sollen Trost spenden. Die Toten sind in Gottes Hand und all die damit verbundene kirchliche Symbolik und Feierlichkeit. Wenn Sie das allererste Bild von den revanchistischen oder so zu nennenden Denkmälern aus Berlin vor Augen haben, sehen Sie einen gewaltigen Unterschied. Hier ist also nicht im Felde unbesiegt und Ähnliches zu sehen, sondern eine klar religiös konnotierte Art der Totenverehrung. Klein St. Peter zeigt eine eher seltene Darstellung eines schon bewaffneten jungen Mannes. Symbolisch für den Krieg steht das Schwert. Aber es ist eine Tracht, die er anhat und keine Uniform. Und das weist auch auf die Reden hin, die bei den Einweihungsfeiern gehalten wurden. Man fragte sich natürlich, wofür sind diese Toten gefallen? In Deutschland konnte man sagen, für Deutschland, für die deutsche Nation, in Österreich, für Österreich, für die Monarchie. Das war hier natürlich schwierig. Wofür sind die gefallen? Sie sind für die Monarchie gefallen, aber die Monarchie ist weg. Für welches Vaterland? Und es wurde, wenn sozusagen ein Objekt, für was die Toten gefallen sind, formuliert wurde, immer gesagt, für uns, für die Heimat. Gefallen für Volk und Heimat. Das war der gemeinsame Nenner, der bei den Ansprachen auch in Siebenbürgen immer wieder vorkam. Unsere schwäbische Heimat, unser Dorf, unser Volk. Und zwar mit der Begründung, dadurch, dass die Soldaten weit, weit weg gekämpft haben, ihr Leben eingesetzt haben, wurde die Heimat vor Kriegsgeschehen bewahrt. Eine ganz interessante Formulierung, die natürlich in anderen Gegenden des Weltkriegsgeschehens nicht so Gültigkeit hatte. In Siebenbürgen gab es ja viele, viele Schlachtfelder. Da waren ja die Orte zu Schlachtfeldern geworden. Da waren Reichsdeutsche Gefallene. Die Kriegsgräberfürsorge hatte dort später sehr viel zu tun. Siebenbürgen, Kriegsschauplatz, das Banat vom Krieg im Grunde verschont. Und das kam immer wieder in, wenn, politischen Aussagen, dann die Toten haben uns sozusagen geschützt. Hier ein Spruch aus dem Ort Liebling, der unten als Widmung steht. Sie gaben ihr alles, ihr Leben, ihr Blut. Sie gaben es hin mit heiligem Mut
für uns mehr nationale Rhetorik, habe ich zumindest auf den von mir untersuchten Denkmälern im Banat nicht finden können. In Siebenbürgen kamen schon häufiger Wendung deutsche Treue, deutsche Tugenden. Das war hier deutlich schwächer ausgedrückt. Variasch, genau. Hier, ich hoffe, man kann es erkennen. Ich versuche es etwas schärfer zu stellen. Sie sehen vielleicht einen Mann, einen älteren Mann und daneben eine Frau, die weint. Es dominiert die Trauer. Wie eingangs schon formuliert, an den Denkmälern wurde der nun eigenen Söhne und Angehörigen gedacht. Es dominiert die Trauer. Die Kriegerdenkmäler sollen dazu beitragen, den Krieg zu verarbeiten, mit der Trauer zurechtzukommen, Frieden zu finden. Auch hier wieder, es ist etwas völlig anderes, als wenn da ein im Stahlhelm uniformierter Soldat stünde, der nun ja, den Dolch zückt oder die Granate wirft. Merzidorf und Paritz sollen einen sehr eigentümlichen, eine Sache zeigen, die ich im Grunde so kaum in den anderen Regionen gefunden habe, dass es auch offenbar möglich war, auf den Banater schwäbischen Denkmälern rumänischsprachige Inschriften zu verwenden. Dieses Paratzer Denkmal ist, wie ich das verstanden habe, für die örtlichen Rumänen errichtet. Auch diese starben ja im Grunde auf der falschen Seite. Sie waren in K&K-Uniform und kämpften nun für die Fortsetzung der Donaumonarchie und nicht für das Königreich Rumänien. Das war ja auch im Grunde äußerst schwierig für diese Landesgenossen. Wie sollte Bukarest jetzt mit diesen Toten umgehen? Aber das ist eine andere Geschichte. Das war in der Tschechoslowakei ja genauso. Also die Denkmäler haben zum Teil eine Angleichung der Inschriften und auch bei dem Adel, sagen wir mal, regelmäßig, nicht überwiegend vorkommen, es kommen schon hin und wieder Adler vor, habe ich den Eindruck, dass die Symbolik, die der Adler im Schnabel hält, dem rumänischen Wappentier ähnelt oder ähneln könnte. Man versucht also, die Hand, die offenbar vom rumänischen Staat ausgestreckt ist, ihr könnt eure Toten ehren, alle wahren Helden, dass das beantwortet wurde, aufgegriffen wurde, indem sich die Ikonografie und die Aussagen anähneln. Jetzt nicht gleich wurden, man hat also natürlich keine offizielle aus Bukarest kommende Heldenverehrung der rumänischen Gefallenen natürlich nicht gemacht, aber es ist einer der seltenen Fälle, wo man eben aufeinander zuging. Ebenso in Louvry, wo neben der Kirche diese zweisprachige Inschrift angebracht wurde. Schade, dass Herr Wolf nicht mehr da ist. Ich habe nämlich bezüglich der Ansiedlungsfeier herausgestellt, dass die Kriegerehrung in dieser Dramaturgie, die bei den Ansiedlungsgedenkfeiern stattfand, eingebettet wurden. Häufig, in vielen, vielen Fällen, wurde an diesen jeweiligen in den Orten stattfindenden Ansiedlungsfeiern das Denkmal eingeweiht,